So, ich begrüße euch wieder recht herzlich zu Let's Play Assassin's Creed 2 und so wie es aussieht, will der da hier Probleme mit mir. Ja, was gibt es Besseres als ein Spiel mit einer Schlägerei anzufangen? Ganz einfach die Schlägerei zu gewinnen. Ach komm. Ach komm, hier, den noch und hier und... Gut. Gibt's noch ein bisschen Geld? Sehr schön. So. Und wir auch noch. Okay, wir haben noch zwei Aufträge zu erledigen. Und ja, holen wir die doch mal ab. Es ist noch die... Frage aufgetaucht, wieso bei mir mehrere Aussichtspunkte vorhanden sind als bei CK. Das liegt wohl daran, dass die PC-Version noch zwei zusätzliche Missionen hat. Und zwar, ich lese mal vor, aber beinhaltet die zusätzlichen Missionen Schlacht um Forli und Fegefeuer der Eitelkeit. Keine Ahnung, was das sein könnte. Ich bin gespannt. Okay, wir haben hier noch... Ne, so können wir es nicht anschauen. Okay. Da. Oh, vier verschiedene Aussichtspunkte. Schneider. Hui. Aufträge. Ich kümmere mich mal um die Hauptaufträge. Dann da unten irgendwo. Ah, wie ist denn das? Komme ich hier irgendwie runter, ohne mir den Hals zu brechen? Glaub's momentan nicht. Okay, doch, ich kann es so versuchen. Das ist sehr unauffällig. Komm, noch ein bisschen. Die Rede war vorher ein bisschen runter. Okay. Was will der von mir? Ah, Bodenauftrag. Aber ich will zuerst zu dem da. Ja, was ist denn? Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Petruccios Geheimnis. Alle Fäden für den kleinen Bruder sammeln, bevor dieser bestraft wird, weil er das Bett verlassen hat. Akzeptieren. Gut, oh, mit Zeitlimit. Gut, dann nehmen wir doch mal die Beine in die Hand. Fuck. Dann hier, Tier rauf. Ja, geht schon viel besser. Okay, eine Feder. Yep, da ist die zweite. Wow! Na toll, jetzt die auch noch. Euch kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Ah, toll. Bleibt mir vom Leib. Ich will, habe jetzt keine Zeit mit euch zu spielen. Aber ein andermal reiche ich euch gerne einen Arsch auf. So. Hier noch. Ups. Nicht zu weit springen, bitte. Ah, okay. Und... ich muss nicht mehr zurück. Also ich habe jetzt keinen Zeitdruck mehr, so. Hihi. Tada. Wo ist er? Da. Ah, so. Hier, wie viel? Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Hundert Florin. Okay. Fernstandorte freigeschaltet. Können Sie in der gesamten Welt Federn sammeln? Ah, Maria Auditore.
Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von... Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ach bitte, du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Ach, ein schöner Spaziergang mit der Mutter. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass die Pazzi mir im Weg stehen. Leonardos Werkstatt in Florenz. Hey, das wird lustig. Da sind wir. Was, hier? Ah, cool. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn. Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Wagen. Mutter. So, Ezio, was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ezio und Bankier. Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo. Ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Vi ringrazio, Madonna. Wie nett von euch. Oh, gleich sind wir da. Ach, gehen noch schnell. Und dann ein paar Nebenmissionen, würde ich sagen. Schätze finden und. Ja, bitteschön. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Das werden wir. Gut, wieder unter Florin mehr. Jetzt müsste ich eigentlich rein. Ich das noch nicht. Hier gibt es noch viel zu entdecken. Hui. Botengang? Ja, Kurierauftrag. Komm. Ah, da ist ja gerade einer. Sorry, Entschuldigung. Da, du. Moment. Ja, genau. Was haben wir denn hier Schönes?